Miriam Davutwandi ist jetzt bei mir und wir haben uns heute zusammengefunden im 25 Hours im Bikini in Berlin, vor allem ungeschminkt und das hat einen sehr, sehr guten Grund. Wir wollen über Skincare sprechen und wir wollen vor allem nicht nur drüber sprechen, wir wollen sie auch praktizieren. Ich zeige euch wie in den Vogue-Videos erstmal meine Morning-Routine. Sehr gut. Und dann machen wir noch zusammen eine Heilerde-CBD-Maske. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir verlagern das Gespräch und uns direkt mal an den Spiegel ans Waschbecken. Genau, das ist eigentlich eine sehr simple Maske. Die mache ich auf jeden Fall so zweimal die Woche. Also eigentlich machst du einfach ein bisschen Heilerde rein. Heilerde ist wie das Geilste auf der Welt. Kannst du essen, kannst du dir ins Gesicht schmieren. Und dann verrührt man das so ein bisschen zu einer Paste. Ja, und dann klatscht man die sich einfach drauf. Wir wollen diesen hier ganz intim ungeschminkten Skincare-Home-Story-Moment natürlich auch noch nutzen. Beziehungsweise ich würde den gerne nutzen, um mit dir auch noch über dein Dasein als DJ zu sprechen. Dein DJ-Alter Ego Kashmiri. Was hat es mit dem Namen auf sich? Du kannst das jetzt hier mal aufklären, alle miteinander. Also, wenn man das jetzt super deep sehen möchte. Ich war früher großer Fan von Cashmere Cat, dem Produzenten. Und dann habe ich halt das Wort Kashmir, also das englische Wort Kashmir. Irgendwann stand das so vor mir und ich dachte so, okay, wenn man einfach die E's mit I's austauscht, dann ja, that's me. Und so kam das eigentlich. Und mein Motto ist ja so ein bisschen stay soft. Und dann dachte ich, okay, was ist weich? Kashmir ist weich. Wow, ja, perfekt. Das ist einfach genius. Aber anscheinend bin ich die Einzige, die dachte, dass das super genius ist, sich so zu nennen. Ja, und dann nochmal weiter. Ich bin ja großer Lil Wayne-Fan und dementsprechend auch von Cash Money Records. Ja. Und da dachte ich so, aha, Cash Money, Kashmiri, Kashmir, wow, das macht alles so viel Sinn in meinem Gehirn. Ja. Ich nehme diesen Namen. Wir wollen auf jeden Fall in dem Kontext natürlich auch nochmal über deine Anfänge sprechen. Also das finde ich sehr interessant. Deswegen vielleicht die Frage, kannst du dich noch an deinen allerersten Auftritt erinnern? Wann, wo war der? Ja, tatsächlich habe ich nur angefangen mit Auflegen, weil eine Freundin geheiratet hat und die kein Geld hatte, das irgendwie zu organisieren. Und dann waren wir so, okay, dann legen wir einfach selber auf. Ja. Ja, das war dann tatsächlich einfach so, okay, wow, das ist einfach nur fucking logisch. Ich beschäftige mich schon so lange mit Musik, arbeite schon so lange im Musikbereich. Das macht einfach Sinn und ich habe immer viel mit DJs zu tun gehabt und habe mich immer mit denen ausgetauscht. Es hat nur noch dieser Moment gefehlt, einfach selber sich dahin zu stellen. Ja, das hat, glaube ich, schon viel auch mit so Vorbildern zu tun und in was von dem Umfeld man ist. Also bei uns waren das halt tatsächlich nur die Typen. Und die waren zwar auch alle super cool und ich habe, wie gesagt, immer mit denen mich ausgetauscht, aber es kam gar keiner auf die Idee zu sagen, mach auch mal. Oder ich kam gar nicht drauf, weil das für mich einfach so klar war. Diese zwei, drei Typen aus meinem Umfeld, die machen das. Das sind die. Ich gehöre da gar nicht hin. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, hä, warum eigentlich nicht? Aber es war für mich was sehr Männliches damals. Ja. Genau. Und ja, es war einfach irgendwie so eine logische Ergebung, dass es dann auch natürlich so viel Spaß gemacht hat, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ich meine, ich war die klassische Pass Me the Aux Cord Person vorher. Es war einfach nur logisch, dann auch weiterzumachen. Dann lass uns mal über einen, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich glaube, ich würde mal vermuten, dass es ein ganz besonderer Tag für dich war, über dein Boiler Room Set sprechen. Aber vielleicht kannst du vielleicht ein bisschen so von dem Tag mal erzählen. Ist das wirklich so ein DJ-Höhepunkt-Ding gewesen für dich? Ja, ich war so, oh Gott, ich will halt alles reinpressen, was mir gerade gefällt, aber es ist schwer, weil es so viel ist. Und das einmal, und da war ich natürlich mega aufgeregt. Das hat sich zum Beispiel darin geäußert, dass ich einfach meine ganzen Sachen zu Hause vergessen habe. Ja. Ich habe einfach, ey, das ist so bescheuert. Wir waren eh wie immer viel zu spät dran. Und dann war ich so, okay, kein Problem, ich mache mich im Auto fertig, ziehe mich da um, schminke mich dort. Und dann packe ich so meine Tasche und merke, ich habe aus Versehen so eine Sporttasche. Da waren nur irgendwelche Sportklamotten drin. Die hatte ich dabei. Ich habe echt, weil ich auch mich so vorbereitet hatte die Tage davor, ich habe meine Haare nicht mal gekämmt. Ich war so voll ungewaschen und eklig. Und dann hatte ich einfach nichts da. Und dann hat eine Freundin von mir, ist schnell in die Leipziger Innenstadt, hat in einer halben Stunde versucht, mir irgendein Outfit zusammenzusuchen. Hat mir so eine Bürste gekauft, ein bisschen Wimperntusche. Und dann habe ich mich schnell innerhalb von 10 Minuten versucht, fertig zu machen oder so. Und das hat natürlich den Stressfaktor krass erhöht. Ja, voll. Es gibt ja auch diesen Trick, zum Beispiel auch so bei ModeratorInnen oder so, dass die immer dasselbe anziehen bei wichtigen Events oder generell so ein Tipp, dass man das tun soll. Und das, klar, es ist jetzt nur das Aussehen, aber man wird halt erstens gefilmt und zweitens einfach so ein Stress kurz vorher ist einfach nicht geil. Genau, und dementsprechend war ich dann währenddessen auch die ganze Zeit nur so, also
ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe halt wirklich, ich habe die Knöpfe kaum getroffen, weil ich so gezittert habe und so aufgeregt war. Und es war auch noch 8 Uhr an einem Mittwoch. Mhm. Das ist natürlich auch schwer, da die Stimmung erstmal hochzukriegen. Ja. Aber insgesamt war es schon cool, aber ich glaube, es war einfach zu früh. Also ich glaube, ich war da auch skilltechnisch einfach noch nicht ready dafür, um mich so in einem Boiler Room zu präsentieren. Ehrlich gesagt, cool, dass ich es gemacht habe, aber ich hätte es lieber jetzt erst gemacht. Was macht denn eine gut kuratierte Party von einer schlecht kuratierten Party? Wo ist denn so da der Unterschied? Also im Endeffekt, finde ich, geht es beim Auflegen oder beim Feiern darum, Spaß zu haben und sich wohlzufühlen. Und wenn irgendjemand im Raum was tut, was dem nicht entspricht, dann ist der da irgendwie fehl am Platz. Und als DJ hast du halt voll die Macht, den Abend zu steuern. Und deshalb würde ich nie irgendwie was machen, wo ich das Gefühl habe, Menschen könnten sich dadurch kacke fühlen. Klar, du kannst natürlich nicht wissen, was jetzt jemand für eine persönliche Geschichte mit einem Song hat oder so, aber ich versuche schon darauf zu achten, dass bestimmte Künstler und KünstlerInnen zum Beispiel nicht vorkommen oder bestimmte Texte zumindest von denen, weil ich einfach weiß, das ist so explizit verletzend gegenüber einer bestimmten Gruppe. Ich will jetzt nicht, dass diese Gruppe von Menschen sich angesprochen fühlt und es dann scheiße findet. Ich glaube, die besten Partys sind für mich tatsächlich immer die, wo du merkst, dass Leute das als so ein Community-Ding begreifen. Also ich bewundere auch immer total kleine Veranstalter, die versuchen, in ihre Städte coole Leute zu holen und irgendwas zu veranstalten und auch junge Leute halt abzuholen und denen irgendwie halt einen niceen Abend zu geben. Und das, finde ich, sind dann immer die Veranstaltungen, vor denen ich auch am meisten Respekt habe und wo es am meistens Spaß macht auch meistens, weil die Leute auch wirklich Bock haben. Freuen. Also wenn ich irgendwelche Girls in der ersten Reihe twerken sehe, dann freut mich das halt mehr als alles so. Ja. Und ich würde sagen, wir waschen uns jetzt mal unsere Masken aus dem Gesicht. Ich bin schon komplett zugekrümelt. Bevor sie uns aus dem Gesicht krümeln. Fangen wir erstmal mit Gesicht waschen. Da empfehle ich was sehr Mildes. Wir neigen dazu immer zu krass zu waschen. So, das reicht, würde ich sagen. Beziehungsweise ich empfehle immer eigentlich so 60 Sekunden. Mhm. Wenn wir dann auch trocknen, das ist auch wichtig, dass man tupft, ne? Bleibt, genau. Okay. So, der nächste Schritt wäre ein Peeling, ein chemisches Peeling. Peelings kennst du wahrscheinlich auch eher in so Kügelchenform. Voll. Genau, ist aber nicht so geil, erstmal wegen Mikroplastik. And we love the nature, so we don't want to hurt her. So, sehr gut. Yeah. Genau, das ist jetzt von Paula's Choice, heißt das. Wann hast du eigentlich angefangen mit Skincare? Kannst du dich daran noch erinnern, wann du dich irgendwie so das erste Mal mit Skincare auseinandergesetzt hast? So vor 10 Jahren. Also ich, wie vieles in meinem Leben, ist viel durch Langeweile entstanden. Ja. Ich finde das tatsächlich krass spannend, wie das alles chemisch zusammenwirkt. Und ja, und ich finde es einfach faszinierend, wie du dir 2-3 Sachen zusammenmischt und die machen irgendwas. Ja, voll. In deinem Gesicht und in deinem Körper. Wenn man mit basischen Sachen oder mit Sachen, die nicht ganz so sauer sind für die Haut, in Berührung kommt, dann sollte man das am besten so ein bisschen wieder angleichen. Das ist auch auf jeden Fall dem pH-Wert angeglichen. Und das ist so eine Lotion aus Hyaluronsäure. Alle beschäftigen sich ja mal so viel mit so Produkten eigentlich. Ist ja immer ziemlich klar, dass natürlich so, also das meiste einfach Genetik am Ende des Tages. Voll. Also entweder du hast ein Glück oder nicht. Voll. Das Ganze ist natürlich absolut bis zu einem bestimmten Punkt beeinflussen mit so einem Kram. Ja. Aber so entweder die Veranlagung ist halt gut oder nicht. Und natürlich auch so Sachen wie Ernährung und so weiter. Ja, es ist so ein Zusammenwirken von ganz, 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 ganz vielen Sachen. Ja, also bei mir ist auf jeden Fall immer Stress der größte Faktor. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke mir auch immer so ganz ehrlich, hätte ich viel Geld geerbt von meinen Eltern oder so, dann sähe meine Haut definitiv besser aus. Das sagt meine Mama auch immer. Ja. Und dann abschließend nochmal. Genau, das ist so eine Creme, die ist aber in Gelform. Wie gesagt, ich habe mega fettige Haut und da ist eigentlich alles, was so wasserbasiert ist und so gelig, ist auf jeden Fall besser als so eine triefende Creme. Yes. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal an die lieben Leute, wir sind keine Expertinnen, wir sprechen jetzt hier nicht aus medizinischer Perspektive, aber einfach so ein bisschen aus Erfahrung, beziehungsweise du. Das Wichtigste. Oh, das Wichtigste. Sonnenschutz. Ah, okay. Genau. Und Sonnenschutz sollte man auf jeden Fall jeden Tag auftragen, auch wenn man drin ist, auch wenn die Sonne nicht scheint. Viele denken, das ist ja nur so ein, wenn man auf Malle chillt vielleicht, aber nein, tatsächlich. Aber nein. Auch im Alltag bei UV-Strahlung und so weiter. Ja. Genau, aber so, das versuche ich jetzt so einzuhalten, weil Hautpflege auch mindestens 4 Wochen braucht, um überhaupt zu wirken. Also viele machen sich eine Creme drauf und sind so, oh, die ist voll toll.
kann gar nicht toll sein. Du kannst das gar nicht wissen nach einem Tag. Also das kann sich vielleicht gut anfühlen. Und viele sagen ja, dass Sachen, die besonders riechen, dass das gut ist. Aber Parfüm ist ja auch nochmal so ein Thema, weil Parfüm kann auch reizen und Allergien auslösen und so. Genau, also so rein Textur und Duft sagt eigentlich erstmal nichts über die Qualität von irgendwas aus. Ja, vielleicht noch eine wichtige Message zum Schluss. Leute, Skincare hat kein Gender. Ist auch, glaube ich, so der größte Mythos. Ja. Jeder kann Skincare benutzen. Auf jeden Fall. Wenn da jetzt Manly Man Duft draufsteht, ist es jetzt nicht extra für Männer. Ja. Also genau, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Ja, voll. So, ein Tag mit Miri im Hotel, ein Skincare-Tag geht zu Ende quasi. Wir gönnen uns jetzt hier noch ein einmal Eisenkonzentration, weil Skincare kommt auch von innen, Stichwort Ernährung. Richtig, Leute. Deswegen trinken wir jetzt konzentriertes Obst. Jetzt suchen wir uns noch reiche Eltern und dann steht der guten Haut nichts mehr im Weg. Ist so, ne? Vielen, vielen Dank, Miri, dass du mitgemacht hast. Danke dir. Yes, mach's gut.